Herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich möchte Ihnen heute das Simrad Go 7 XSE mit Toggle-Scangeber präsentieren. Das Simrad Go 7 hat ein 7 Zoll Display mit Touchscreen, hat ausstattungsmäßig Sidescan, Downscan, die 2D-Technik mit drin und auch den digitalen Kartenplotter. Sie können also digitale Karten reinlegen. Und jetzt sehen Sie hier im Hintergrund auch ein Bild von einem Lawrence Elite 7 Ti. Das muss man dazu wissen, die Firma Simrad und die Firma Lawrence sind ein großer Konzern. Die Firma Simrad ist für den Premium- und Profibereich zuständig. Deswegen hat zum Beispiel das Simrad ein etwas helleres Display. Sie werden auch feststellen, dass der Touchscreen ein bisschen besser funktioniert und wir haben einige Software-Techniken drin, die zum Beispiel das Lawrence nicht hat. Das ist das TVG, Time Variable Gain. Das ist eine Software, die in erster Linie den Vertikalangler und den pelagischen Fischer anspricht. Das bedeutet, nehmen wir einfach mal an, Sie haben hier eine Situation, Sie haben 5 Meter Wassertiefe, dann würde der Fisch in Bodennähe, so wie ein Zander, relativ groß und sauber als Sichel dargestellt. In dem Moment, wo wir aber größere Wassertiefen haben, 20 Meter, 25 Meter Wassertiefe, oder wir nehmen mal an, wir gehen nach Norwegen, dann würde der Fisch proportional zur Wassertiefe natürlich nur noch winzig klein erscheinen. Sie können die Laufzeit aber korrigieren. Das bedeutet, Sie schalten TVG ein und Sie können unabhängig von der Wassertiefe den Fisch und den Köder in Bodennähe um einiges größer sehen. Das ist eine Technik, die auch bei Garmin bei einigen guten Geräten zu finden ist und bei den guten und hochwertigen Simrad-Geräten. Das ist gerade für den Vertikalangler ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Sidescan, Downscan muss man nicht viel drüber sagen. Wir können also fotorealistisch direkt nach unten schauen und fotorealistisch zur Seite in einer sehr, sehr guten Qualität. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit der Kartografierung. Das wird ja immer wichtiger für Angler, dass man in der Lage ist, von seinem eigenen Gewässer eine Seekarte zu erstellen. Seekarte bedeutet, wir gehen hier ganz normal in dieses Bild. Wir gehen auf das Echo und wir haben dort die Möglichkeit, ein Sonarlog zu erstellen. Sonarlog bedeutet, alle Daten, Bodenhärte, Struktur, Sidescan-Bilder werden aufgezeichnet. Diese Karte können wir dann nach unserer Bootstour können wir rausziehen und können das rüberladen zu der Internetseite Inside Genesis. Dort wird das bearbeitet von Spezialisten, von Vermessungsspezialisten, die die Dateien auch wirklich nochmal überprüfen, damit es da keine Fehlmessungen gibt. Und wir können meistens nach 1 bis 2 Stunden die Daten wieder rausziehen, auf eine leere Speicherkarte packen, in das Gerät stecken und wir haben wieder eine komplette, perfekte digitale Seekarte von unserem Gewässer unter Wasser. Zusätzlich können Sie AT5-Dateien noch benutzen. Das ist zum Beispiel ReefMaster, das funktioniert aktuell. Und Sie können OpenSeaMap-Karten reinpacken. Das sind kostenfreie digitale Seekarten. Und hier sieht man übrigens, das ist der Lippesee, den wir kartografiert haben vor 14 Tagen. So sieht es dann aus, wenn man sich die Karte dann wieder runterlädt, auf dem PC anschaut. Hier sieht man auch die einzelnen Tiefenlinien und alle Details, die man sich wünscht. Für diejenigen, die auch noch Motormanagement anschließen wollen, gibt es noch NMEA 2000. Das ist eine Schnittstelle, die es uns ermöglicht, Motormanagement-Daten oder ähnliches zu transferieren und uns genauso wie Radiodaten von einem Fusion-Radio auf dem Display anzeigen zu lassen und dass wir es auch noch benutzen und bedienen können. Vielleicht interessieren Sie sich für mehr Informationen. Diese finden Sie bei uns auf der Internetseite unter www.echolotzentrum.de. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.